Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alone in the Dark, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wo diese verdammten Scheißviecher aus dem Schlamm kommen. Ja, moin. Einer ist tot. Den anderen hau ich jetzt hier auf dem Fresse. Brett. Halt. Da müsste RIP sein, oder? I hope so. So. Müssen wir hier runter. Nehmen wir auch recht die Waffe mit hier. Die brauchen wir unbedingt, denke ich. So. Wir fahren schnell mit dem Boot dahin. Geht's Ihnen gut? Gehen Sie nicht weg. Was zur Hölle haben Sie getrieben? Was geht hier vor sich? Sehen Sie sich das an. Tut mir leid, Mrs. Thompson. Ich sollte Sie des Hauses verweisen. Jetzt gehen Sie! Hey, Detective. Mr. Carnby. Ich mache mir Sorgen um Sie. Mir geht's gut. Ich muss nur eben kurz durchatmen. Dieser Ort, es sind einige sehr verwirrte Seelen hier. Und ich meine nicht nur die Patienten. Ich habe darüber gelesen, dass Dulcedo einen verstörenden Einfluss auf Menschen hat. Das erklärt vielleicht ein paar Dinge. Was? Sie ruhen sich aus, okay? Ich muss einen Weg in Dr. Grays Wohnung finden. Ich will wissen, was er verbirgt. Emily, keine Sorge. Ich hab's fast. Ich bring alles in Ordnung. Seien Sie vorsichtig. Ich stahl das Kind und ließ ihn ertrinken. Na, Scheiße. Da fehlt etwas. Da gehe ich nicht rein. Sie hat eindeutig genug von mir. So, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Okay. Was ist denn unser Ziel jetzt? Carnby hatte ihren Wagen von der Straße gedrängt. Okay. Ich habe dafür nicht die Kombination. Es war doch das hier, oder nicht? 913. Carnby hatte ihren Wagen von der Straße gedrängt. Er hatte Grace aus dem versinkenden Auto gezogen, aber ihren Vater ertrinken lassen. Er hätte ihn retten können. So viel Zeit wäre gewesen. Aber er entschied sich dagegen.
Stattdessen brachte er Grace zurück nach New Orleans und sammelte seinen Lohn ein. Aber vielleicht hatte sie Jeremy. Also nochmal Jeremy sein Zimmer. Hier ist nichts. Nischt, 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 nischt. Hey. Schwierige Brise. Angelegenheit. Machen wir mal ein bisschen Dings an. So. Ich glaube, das Ringlicht brauchen wir jetzt gerade nicht. Ist nichts drin. Auch nicht. Der leere Raum. Okay. Bin überfordert gerade. Da komme ich immer noch nicht wieder lang. Die Leiter haben sie mir auch runtergerotzt. Ah, jetzt ist die Leiter wieder da. Ach, was für ein Wunder. Vorhin war sie ja weg. Hm? Okay. Das ist halt das, was strange ist, dass das abgeschlossen ist. Dafür hatte ich ja den Schlüssel gehabt und habe das ja alles aufgeschlossen. Jetzt ist alles abgeschlossen. Natürlich sehr strange finde. Mal in den Keller gehen. Ist blockiert. Ist die nämlich auch blockiert? Ach, Keller ist abgeschlossen. Gibt's doch nicht. Ich raff gerade nichts, wie es weitergeht. Das Ding looten.
Umdrehen. Neun, eins, drei. Probier jetzt mal was. Eins. Neun. Eins. Drei. Es hat geklappt. What the fuck, ey. Meine Fresse. Der letzte Gast in dem leeren Raum leidet unter schweren Anpassungsstörungen. Ich muss das notieren, denn wenn ich diesen Zustand ausreichend verstanden habe, könnte ich vielleicht später leugnen, dass es so ist. Und ich habe gute Gründe zu glauben, dass auch ich die Konsequenzen dieser Störung zu tragen haben werde. Denn eine Person, die Kontakt mit dem Gast hatte, entwickelt schnell eine neue Weltsicht. Gemäß dieser ist alles vorherbestimmt, aber die Welt ist aus den Fugen. Wenn man diese Weltsicht akzeptiert, wird es unmöglich, mit bestimmten Erinnerungen umzugehen, und sie werden unterdrückt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann mich nicht einmal mehr an das Schicksal dieses Gastes erinnern. Ich glaube, diese Person ging einfach verschollen und wurde vergessen. Das Gleiche gilt für alle Akten, die sich auf diesen Patienten beziehen. Sie wurden alle vernichtet oder sie haben einfach nie existiert. Wer? Hm. Okay. Nein, da, hä? Dr. Grace Büro. Und ich habe es ganz für mich. Schauen wir mal, was wir über den Kerl herausfinden können. Ich bin damit fertig, die Besitztümer von Miss Borgard zusammenzuräumen. Ich überlasse es jetzt Ihnen, Ihren Agenten zu kontaktieren, damit er sie abholt. Ich habe eines von Graces Bildern gefunden, das sie vielleicht zurückhaben will. Und diesen Schlüssel, der in ihrem Zimmer lag. Ich glaube, danach haben sie gesucht, Miss Thompson. Reich. Hier hat McCarthy mein liebstes Junges versteckt. Das ist sehr wichtig. Ein Hauptschlüssel. Sehr verehrter Dr. Menzetti, ich befinde mich mitten in einem aussichtslosen Kampf mit einem Patienten. Wie ich bereits in meinem letzten Brief beschrieben habe, ist er vollständig in seinen Wahnvorstellungen gefangen. Dass er sich selbst mit seiner Paranoia quält, ist schon schlimm genug. Aber sein Wahn greift auch auf andere über. Im Grunde legt er damit die Basis für einen Massenwahn. Ich schreibe Ihnen, weil ich hoffe, dass Sie mir einen Rat geben können. Ich möchte natürlich schädliche operative Eingriffe um jeden Preis vermeiden, aber ich mache mir langsam auch Sorgen um meine eigenen Abwehrmaßnahmen. Die Worte meines Patienten sind verrückt, aber sie bringen auch etwas Urtümliches in mir zum Klingen. Ich habe versucht, sein Gehirn mit Röntgenstrahlung zu fotografieren. Es war überraschend schwierig, gute Ergebnisse zu erhalten. Dunkle Flecken auf den Platten verdeckten die Details. Mein Patient schaute sich die fehlerhaften Platten an und schrie dann panisch auf. Er sagte, die dunklen Bereiche wären der Schatten des Wurms, der ihn von innen auffresse. Ich konnte nichts Ungewöhnliches erkennen. Ich hoffe, das ist ein Zeichen, dass mein Geist nicht so anfällig für den Wahnsinn ist, wie ich es befürchtet hatte. Auf weitere Nachfragen beschrieb mein Patient den Schatten in seinem Geist als eine Art chthonische Monstrosität, die sein Allerheiligstes unterwandern will. Das bezieht sich eindeutig auf einen Ort, den er Taroeia nennt, eine Art Bibliothek oder Kloster, das ihm als psychologischer Zufluchtsort dient. Dieser imaginäre, sichere Hafen wird jetzt von diesem Chthonia bedroht und daher hat er sich einen anderen, weniger angenehmen Unterschlupf ausgedacht.
In letzter Zeit bemüht er immer wieder die Metapher des Dampfschiffes, das auf Grund gelaufen ist. Er meint, er verspürt den Drang, die Motoren zu starten und umzukehren. Aber er fürchtet, dass das Schiff wegen eines Lecks sinken würde. In der letzten Woche habe ich ihn dabei beobachtet, wie er diese Metapher in die Realität überträgt. Er weiß, dass das fiktiv ist, aber dennoch weicht er nicht davon ab. Er versucht, eine echte Erinnerung zu erzeugen. Ich bin mir sicher, dass dies meine Chance ist, die Mauern seiner Selbsttäuschung zu durchbrechen. Ah. Okay. Okay, okay. Wir haben jetzt das Ding für den Globus oben. Und den Schlüssel fürs Treppenhaus. Das heißt, wir machen jetzt erst den Globus. Dann ins Treppenhaus. Warte, der Karibik. Okay. So. Dann jetzt auf ins Treppenhaus. Muss man da auch noch rausfinden, was da uns erwartet. Das ist, Engel. Der Feto steht auf dem Laichgrund für das Groteske. Ein Tempel, der dem reglosen Wachstum geweiht ist. Der hässlichsten und krebsverseuchten Seite der Natur. Man mag seinen Geist eine Weile abschirmen können, aber sei versichert, mit der Zeit wird deine Seele dieser grässlichen Gottheit huldigen. Das ist die Geschichte eines jeden Mannes und einer jeden Frau, die sich um diesen alten Hain versammelt haben. Das ist die Geschichte eines jeden Mannes und einer jeden Frau, die sich um diesen alten Hain versammelt haben. Sie alle quaken, bellen und meckern, weil ihre eigenen Körper von Angst erfasst werden und versuchen, das Böse auszuspeien, das diese Worte heraufbeschwören. Yeah. Statt den blasphemischen Namen auszusprechen, tratschen sie im Flüsterton über die Namen von der Feto, Astart und der schwarzen Siege der Wälder. Okay. Ach nee. Ich brauche den Schlüssel. Röntgenbild. Patient Jeremy Hartwood. Datum 14. Juni 1930. Platten. Es hat sich als schwierig herausgestellt, Jeremys Schädel richtig abzubilden. Teilweises Röntgen hat am besten funktioniert. Ein vollständiges Bild des Gehirns kann aus den einzelnen Platten zusammengesetzt werden. Beobachtungen. Selbst bei einem Blick auf eine zusammengesetzte Version verdeckt ein Schatten große Teile von Jeremys Gehirn. Möglicherweise ein Tumor, aber es ist wahrscheinlich eher ein Defekt an den Geräten. Jeremy hat heftig auf die Bilder reagiert und behauptet, er würde einen riesigen Wurm sehen, der seine Erinnerungen frisst und durcheinander bringt. Anmerkungen. Während ich den Antworten damit kein Stück näher gekommen bin, bin ich mir recht sicher, dass Burkhardt-Lobotomie alle notwendigen Teile abtrennen sollte. Die hypothetische Psychochirurgie auf Basis der Ideen von Burkhardt und der Forschung aus St. Petersburg könnte am Ende die Rettung für Jeremys Verstand darstellen.
Ein Durchtrennen der Verbindungen rings um den Frontallappen könnte zumindest die meisten geistigen Leiden beseitigen. Die Prozedur wäre sowohl in der Durchführung als auch in ihrer Wirksamkeit brutal. Ein Eispickel, der am Auge entlang und in den Schädel eingeführt würde, würde die Nerven lösen, wie Alexander, der den gordischen Knoten zertrennt. Da dies Jeremy recht sicher in einen veränderten Zustand zurücklassen würde, sollten zunächst alle anderen Möglichkeiten ausgelotet werden. Das medizinische Instrument, das ich für diese Lobotomie bräuchte, fehlt und ich sollte Waits ein neues bestellen lassen. Oh mein. Jerome. P-Raum. Das ist der OP-Raum. Ich genehmige mir einen. Perfekt. Das ist besser. Welcher? Schlüssel. So, jetzt. Okay. Ja. Geht denn das nicht? Alles verdreht.
runter komme ich nicht, ne? Gut. Ich würde sagen, das Gehirn machen wir dann auch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Und tschüss.